Hey Leute, was geht ab? Moonboon hier. Willkommen zurück bei meinem vierten Ladder-Qualifizierungsspiel. Ich spiele wieder gegen einen Terraner namens Granite. Ihr werdet also wieder einen Zerg versus Terraner sehen. Freundliche Begrüßung, Standard. Und ich beschleunige wieder am Anfang, weil es ist ein 30-Minuten-Video dieses Mal. Da müssen wir ein bisschen Zeit sparen. Ihr seht, wieder Standard, er baut vorne sein Depot hin und wird sich vermutlich einbungern mit der Kaserne. Schickt gleich den WWF, um zu erkunden, was bei mir so abgeht. Und sieht, als ich den frühen Extraktor hier gesetzt habe, die hat er nicht gesehen, aber ich denke, er kann sich's denken. Und hier geht mein Obi hoch, um bei ihm nachzusehen oder einfach um seine Extension hier, Expansion in... zu beobachten. Schwere Wortwahl. So, meine Drohne hier wieder eingedrungen mit dem Extraktor-Trick. Hat ihn ein bisschen Zeit gekostet. Mein Overlord in Position. Passt auf. Und bei mir unten, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer, Königin da, die ersten Zerglinge, klar, Brutschleimpool und Brutstätte wird umgewandelt in Bau. Und er sammelt sich hier vor meinen Türen. Habe ich nicht gesehen, wollte selber gerade ausrücken. Er hatte das Überraschungsmoment. Und im Moment stehe ich ziemlich mit runtergelassenen Hosen da. Wollte noch Stachelkrabbler bauen. Aber es kommen mehr Zerglinge zur Verstärkung. Und er weiß immer noch nicht, dass ich ein zweites Hatchery habe. Was macht denn er hier? 1, 2, 3. Drei Kasernen und eine Fabrik. Also ein bisschen mehr Einheitenmix wie bei letzten Spiel. Und da geht meine Schabenhöhle. Und das zweite Gas. Das heißt diesmal nicht auf Mutaling, sondern Schaben, Zerglinge. Und ich glaube, meistens wenn ich Schaben produziere, mache ich dann auch noch Hydralisken dazu. Einfach so, falls er mit Lufteinheiten kommt, was ja bei Terranern eigentlich üblich ist, mit den Medivacs zumindest. Da bunkert er sich ein. Und er baut hier seine Kommandozentrale. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber ich habe dann gesehen, als er angefangen hat, hier abzubauen. Genau. Sieht schon mal ganz gut aus bis jetzt. In der Mitte natürlich wieder meine Sicht, wie in jedem Spiel. Und er rückt aus. Bis er unten ist. Oh, ich rücke auch aus. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Die Zerglinge rennen genau auf die Armee zu. Ne, sie warten. Die Schaben kommen nach. Ich fühle mich sicher in der Mitte, da ich ja die Sicht habe. Und da erwartet er mich schon. Ich habe gemerkt, das reicht nicht auf offenem Feld. Der hier war nicht auf Position halten. Leider. Wurde zermatscht. Deshalb ziehe ich mich schnell zurück. Ich mache mal hier die Produktion an. Und ihr seht, ich habe schnell nochmal 5 Schaben reingeschmissen. Er hingegen macht ein paar Upgrades. Baut immer noch WWFs, klar, an seiner Zweitbasis hier. Und da rückt er aus, beziehungsweise rückt bei mir ein. Als ich oben dicht gemacht habe, hat er sich gedacht, er schaut mal unten nach und findet natürlich hier meine Expansion, tötet meine Königin. Das machen sie gern, die Terraner. Und es geht nicht ganz auf für mich. Er ist in der Überzahl hier. Aber da kommt mein Nachschub. Und gegen den hat er keine Chance, weil er hat keinen Nachschub von oben nach unten geschickt. Also erstmal wieder Königin nachbauen. Genau. Währenddessen läuft die mal hier runter. Die hat hier oben gerade Lava injiziert. Macht es hier jetzt auch noch schnell. Was habe ich hier? Stachelprofil, ah ja genau, Upgrades für Hydralisken. Das heißt, die ersten Hydras müssten jetzt dann auf den Weg kommen. Ich rücke nochmal aus hier mit 4 Zerglinge. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen geschaut, dass er nicht noch eine dritte Expansion hat. Und ich habe den Plan gehabt, mich hier die Felsen zu zerstören, damit ich hier einmarschieren kann. Genau, Nidus-Netzwerk auch noch auf dem Weg. Ich
weiß nicht, ob ich das mal benutzt habe. Müssen wir mal schauen. Was er da alles im Anmarsch hat. Genau, und dann rückt er auch schon wieder aus. Mit Panzer sogar und Hellions und Marauders. Also wirklich ein sehr guter Einheitenmix. Er hat alles dabei. Er hat sogar einen Raven auf dem Weg. Und da bin ich aber bei ihm eingefallen oben. Er hat gemerkt, das kann er nicht genau, nicht ganz abwehren. Deshalb muss er ein bisschen Druck auf mich ausüben. Ich habe schon wieder 7 Schaben in Produktion. Er steht bei mir auf der Rampe, rückt ein und sieht meine Armee, wie sie nach unten verschwindet. Ich lasse ihn runterkommen, um hier den schönen Halbkreis um ihn bilden zu können. Ist doch nicht der schönste Halbkreis, hier hinten kommen nicht dran. Aber es geht auch für mich. Von hinten kommt auch noch Nachschub. Während sich hier oben immer noch die eine Schabe im Kampf befindet. Die WBFs sind alle tot. Er baut hier schon wieder fleißig nach. Holt sich ein Mule, damit er schneller Mineralien bekommt. Und die Kommandozentrale ist sehr gedamaged. Und da rückt meine Armee aus, um ihm quasi hier oben den Rest zu geben. Das war zumindest mein Plan. Hier endlich mal noch die anderen zwei Extraktoren. Ständig. Königin, hat er wieder Königin. Oh, okay. Aber hier oben geht's weiter. Hier hat er die typischen Medivacs, von denen ich vorher geredet habe. Kein Problem für meine Neutralisten. Der WBF steht hier dumm rum, macht gar nichts, während hier der Extraktor abbrennt. Und da geht seine Kommandozentrale bzw. Satellitenzentrale, der Bach runter. Er repariert fleißig. Das habe ich gar nicht gesehen hier, sonst hätte ich mal die WBFs da hinten. Und dann macht er All-In, bringt alle seine SEVs, seine WBFs hier runter, um diesen Angriff von mir abzuwehren. Also das ist ein ziemlich ausgewogenes Spiel. Er greift mich an, tötet mal Königin und macht ein bisschen Druck. Und ich greife jetzt mal ihn an und mache ein bisschen Druck. Er baut einen Sensor Tower, wie ich das jetzt gerade gesehen habe. Das gibt ihm nicht Sicht, aber er sieht Einheitenbewegungen im Nebel des Krieges in einem bestimmten Radius. Dann, was ganz tricky, muss ich hier anmerken, er hat Hellions hier an die Mineralien gestellt und hier, um zu sehen, ob ich mich ausbreite. Und ich habe hier mein Hatchery schon geplant, die Drohne ist auf dem Weg und genau in dieser Sekunde zieht er zufälligerweise seine Hellions ab. Und das war pures Glück für mich, weil dadurch hat er nicht mitbekommen, dass ich hier meine dritte Expansion aufgebaut habe. Er inzwischen hier in der Mitte, baut auch seine Kommandozentrale auf, rückt wieder aus. Natürlich, während er aufbaut, muss man Druck ausüben, das ist ganz richtig so, damit ich nicht auf die Idee komme anzugreifen. Und er fährt wieder Haupteingang hoch und wird von meiner kleinen Armee hier empfangen. Abgegradete Schaben, wie man sieht, und Hydralisken. Hat gemerkt, hat keine Chance, erwartet lieber. Wieder Medivacs hier, die die Einheiten heilen. Und von hier oben kommen Mudas. Er hat einen Viking, aber die Viking lebt nicht lange. Mudas greifen die Kommandozentrale an. WBS verpissen sich. Er rückt gleichzeitig wieder hier unten ein, um Druck zu machen. Und er findet sich in einer World of Pain. Genau, so, und zu diesem Zeitpunkt hat er das Spiel pausiert. Und ich bin am Telefon. Eine Sekunde. So, wieder da. Also wie ihr hier gerade noch lesen könnt, er hat pausiert. Ich habe gefragt, alles okay, weil er hat lange nichts gesagt. Und dann habe ich gefragt, ob er immer noch da ist. Und weiß nicht, nach 5 Minuten ging es mir auf die Eier, dass er mir nicht geantwortet hat. Und dann habe ich noch freundlich versucht, ihn darauf hinzuweisen, dass ich das Spiel jetzt fortsetze. Und als ich das Spiel fortgesetzt habe, kam Granite, hat das Spiel verlassen. Das heißt, er hat das Spiel pausiert, ist sofort rausgegangen und hat mich quasi 5 Minuten hier alleine gelassen, während ich dumm rumgelabert habe, aus Höflichkeit. Und das war einfach Bad Manners, das macht man nicht. Hat mich hier quasi warten lassen. Ich mache mal hier ein bisschen auf schneller, weil die letzten 5 Minuten war ich mir nicht sicher, ob das dann als Win zählt, wenn er so ein komisches Pause macht und rausgeht und mich hier sitzen lässt. Und deshalb bin ich hier ran und habe einfach mal alles zerstört von ihm. Hat ja keine Gegenwehr, ging also schnell. Und als alles kaputt war und immer noch keine Siegesanzeige kam, war ich ein bisschen verstört und habe noch die Karte abgesucht. Und da war nochmal das Telefon. Aber jetzt sind wir fertig hier. Wie gesagt, ich habe dann eben alles aufgeräumt, es kam keine Siegesanzeige. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, komm, scheiß drauf. Auch wenn ich jetzt verliere, ich wusste ja nicht genau, gehe ich raus. Bin rausgegangen und es war ein Win. Ja, in dem Spiel, ich weiß nicht, habe ich groß Fehler gemacht. Ich habe am Schluss jetzt wieder ein bisschen viel Geld.
klar. Aber ich habe halt auch zwei laufende Basen gehabt hier noch die ganze Zeit. Ich habe, denke ich, gut Druck ausgeübt auf ihn. Ich wüsste es nicht, was groß falsch gelaufen ist. Ich habe vielleicht den Kriecher ein bisschen zu wenig verteilt, wie man hier sieht. Aber sonst denke ich, dass ich seinen Angriff ganz gut abgewehrt habe, mich wacker geschlagen habe und wieder zur richtigen Zeit hier Druck auf ihn ausgeübt habe. Okay, das war's mit dem vierten Ladder Game. Wir sehen uns beim fünften, beim letzten. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.